Hi, heute wollen wir über das Thema Werkzeug reden. Der Inhalt des Videos heute soll das Werkzeug sein. Wir reden über drei verschiedene Sachen. Wir reden über Werkzeug zur Bodenbearbeitung und zum Umtopfen, also für die Wurzeln. Dann reden wir über grobe Äste und starke Äste, wie man die bearbeiten kann. Und dann reden wir über feine Äste und Zweige, kleine Zweige und Blätter, wie man die schneiden können und alles. Und das gucken wir uns heute alles an. Ich mache mich wieder in den Hintergrund und wir gucken uns das alles aus der Nähe an. So, da haben wir das erste Werkzeug, um Äste zu schneiden oder Zweige. Das ist die sogenannte Konkavzange. Die Konkavzange ist im Prinzip eine Zange, die hat eine sogenannte Konkave. Das gibt auch den Namen. Also die ist nie gerade, sondern die ist auf jeden Fall rund. Und damit kann man zum Beispiel jetzt hier, wenn man so einen Ast abschneidet, so ihr seht, kann man im Prinzip so eine Konkave schneiden. Das ist, muss ich jetzt mal meinen Finger hier so ein bisschen, das ist so eine Wölbung. Wenn er da mit dem Finger drüber geht, das geht so ein bisschen rein. So, die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen oder in drei sogar. Das ist jetzt die mittlere Größe, das müsste jetzt 18 cm sein. Dann gibt es die auch noch in klein, das ist für feinere Äste. Und dann gibt es die natürlich noch in groß. Also ich habe mir jetzt die mittlere und die kleine. Die kleine ist auf jeden Fall super, weil er damit besser überall reinkommt. So, dann haben wir als nächstes haben wir die sogenannte Knospenzange. Das ist, wenn ihr jetzt hier den Schnitt, den ihr mit der Konkavzange gemacht habt, den könnt ihr auch nochmal ein bisschen aushöhlen. Dafür ist die Knospenzange da. So, das ist im Prinzip, dann sieht das dann so aus. Ich meine, so würde ich das jetzt bei dem Bonsai nie schneiden, aber das ist ja jetzt bloß ein Stück Holz. Hier seht ihr das, das ist dann so eine richtig schöne Vertiefung und in die Vertiefung kommt dann natürlich das Wundverschlussmittel rein und dann tut der Baum einen schönen Kallus bilden. Und dadurch, dass ihr tiefer geschnitten habt, kann der Kallus schön dick werden, kann sich zuschieben und dann im Prinzip ist das eine schöne gerade Wunde. Also das ist so der Sinn und Zweck der Konkavzange, also der Knospenzange. Die gibt es dann auch nochmal in der kleineren Ausführung. Das ist auch wirklich wichtig, weil bei der kleineren Ausführung, ich zeige euch das gleich noch, ihr seht, ihr macht wirklich bloß einen kleinen Schnitt. Wenn ich jetzt wieder umhergehen würde und mit der anderen einen Schnitt machen würde, ihr seht ja gleich, die hat ja gleich größere Schnittflächen. Also ist ja klar, wird dann auch der Schnitt größer. Also das ist wichtig. Dann habe ich hier noch eine alte Konkavzange. Die nehme ich gerne für Wurzeln oder für Totholz. Also ich würde nie mit dem Edelstahlwerkzeug in der Erde rumfuhrwerken, weil das kann man natürlich auch machen, aber das ist nie so gesund für das Werkzeug. Weil in der Erde, ihr wisst selber, wir haben mineralisches Substrat. Da sind auch mal gerne Lavakörnchen oder sowas drin, deswegen, und da gehen die Scheren oder Zangen kaputt. Deswegen ist bei den Scheren dann genau das gleiche Thema. Als erste Schere haben wir hier die breite Bonsai-Schere. Das ist auf jeden Fall die Wurzel- oder Umtopfschere. Ihr seht, ich kann euch auch den Grund zeigen. Man kriegt die ordentlich in die Hand. Man kann ordentlich damit schneiden. Die liegt gut in der Hand und man kann auch ein bisschen kräftigere Sachen schneiden. Aber was noch wichtiger ist, ihr braucht wirklich eine Schere, mit der ihr in die Wurzeln geht. Also es ist nie gut, wenn ihr mit euren feinen, ordentlichen Bonsai-Scheren, mit den Edelstahlscheren in die Wurzeln reingeht. Erstens mal werden die ganz schnell stumpf. Deswegen gleich der zweite Tipp, wenn ihr von solchen mal zwei da habt, ist auch kein Fehler. Also die gibt es auch schon relativ günstig für 10 oder 15 Euro zu kaufen. Das muss kein Edelstahl sein. Das reicht nur so ein schwarzer Stahl. Also das ist auf jeden Fall die Umtopfschere. Dann haben wir eine Wurzelkralle. Die Wurzelkralle gibt es noch in anderen Ausführungen. Die gibt es dann noch in der Ausführung, dass dann hier nur in der Mitte in Kraller ist. Das ist aber völlig egal. Damit könnt ihr richtig schön kräftige Bäume auch auskämmen. Also damit kann man schon richtig ordentlich in die Erde reingehen. Die halten auch mal ein paar Steine ab. Wenn ihr mal einen Baum ausgrabt oder sowas, könnt ihr die auch mitnehmen. Sehr tolles Werkzeug. Das gibt es noch in kleinerer Ausführung. Das würde für den Anfang 100 Mal reichen. Wenn man kleine Bäume hat am Anfang, reicht das voll und ganz. Was noch wichtiger ist, hier hinten dran ist noch eine Pinzette. Damit kann man sehr gut das Unkraut aus dem Substrat rausziehen. Auch ein perfektes Werkzeug. Dann haben wir hier noch was.
Das ist eher so, ja, das braucht man jetzt nie für den Anfang, das ist so für die Fortgeschrittenen. Da kann man Wurzeln abschneiden, das ist eine Wurzelzange. Da kann man sauber, ihr seht, die ist hier oben flach, da kann man sauber die Wurzeln abtrennen. Schafft man locker auch 2 cm Wurzeln damit einmal frei. Dann haben wir solche Bürsten, die gibt es in jedem Euroladen für 1 Euro. Gibt es so ein Dreier-Set Messing, dann gibt es die in Metall und hier so in Kunststoff. Die sind super, um die Wurzelballen sauber zu machen oder den Stamm sauber zu machen. Könnt ihr für alles nehmen. Dann ein Werkzeug, das sind die sogenannten Essstäbchen. Da kann man auch andere Sachen nehmen, aber das ist für mich auch sehr wichtig. Das ist, wenn ihr umtopft, da können wir dann die Hohlräume verdichten, damit das Substrat überall in die Hohlräume kommt. Das seht ihr dann im Umtopf-Video. Und dann der kleine verspottete Bonsai-Besen. Also, ja, Bonsai-Besen halt. Das ist auf jeden Fall eins, wo mich immer viele auslachen. Aber gerade wenn ihr frisch umgetopft habt und ihr nehmt die Schale und tut an der Schalenoberkante die Erde breit streichen, ist wirklich super. Also, das ist ein kleines Must-have. So, das sind jetzt die Werkzeuge. Wenn ihr jetzt kleine Zweige oder kleine Blätter oder sowas oder kleine Neutriebe abschneiden wollt, dann braucht man so eine feine Schere. Und ihr seht, warum ich gesagt habe, dass man mit so einer feinen Schere die in den Wurzeln rumschneiden. Die sind auch wirklich sehr fein. Und ja, wenn ihr da irgendwie zu große Äste damit schneidet, dann gehen die auch kaputt. Also das ist ganz wichtig. Bei solchen kleinen Scheren immer dran denken. Allgemein bei Bonsai-Werkzeug immer dran denken, wenn das Bonsai-Werkzeug nicht mehr ausreicht, wenn die Äste zu groß werden, dann nehmt einfach eine Säge. Das ist ganz wichtig. Also nie rumwürgen mit dem Werkzeug, wirklich das Werkzeug nur dafür nehmen, wofür es da ist. Also das ist für kleine Zweige. Gibt es auch noch in einer bisschen größeren Ausführung. Das sind jetzt die hier. Damit kann man dann schon mal einen halben Zentimeter Zweig abschneiden. Ihr seht, das ist dann schon ein bisschen kräftiger, auch vom Stahl her. Das ist schon ein bisschen stabiler. Was ganz wichtig ist, was mir früher ganz oft mal passiert ist, ihr müsst aufpassen, dass euch die Scheren nie runterfliegen. Wenn euch die Scheren runterfliegen und die fallen auf die Spitze, dann habt ihr verloren. Dann sind sie meistens verzogen. Nie so gut. Also das ist hier jetzt hier eine Schere von Ryuga gewesen. Wenn er die bestellt, kriegt er die so geliefert. Also dann kriegt er hier so ein Lederetui dazu. Ist eigentlich eine ganz nette Sache. Wo ihr die Bonsai-Werkzeuge herkriegt, das tun wir dann im Nachhinein nochmal besprechen. Das ist auch ganz interessant, was es da so gibt auf dem Markt. Das ist jetzt noch ein kleiner Blattschneider. Den habe ich mir auf so einem Kunsthandwerkermarkt gekauft. Ja, kann man nehmen, kann man schön in die Hand nehmen, kann man schön nahe rangehen an die Blätter, kann man die wirklich sauber abschneiden. Den gibt es noch in groß. Das ist natürlich mein Favorit. Und da kann man schön hergehen, kann abschneiden, einwandfrei. Gut, dann gucken wir uns noch 2 Werkzeuge zum Drahtschneiden an und dann will ich noch mal ein bisschen über Werkzeugpflege reden. So, zum Drahtschneiden haben wir den sogenannten Drahtschneider. Kurz erklärt, was ist bei dem so speziell und warum kann man nie einfach irgendeinen Seitenschneider nehmen. Beim Drahtschneider ist es so, der ist hier oben abgerundet. Also wenn ihr jetzt einen Baum gedrahtet habt und ihr müsst den ja irgendwann früher oder später entdrahten, dann könnt ihr damit wunderbar den Draht schneiden. Und dadurch, dass der hier oben so abgerundet ist, schneidet ihr euch nie in die Rinde rein. Also das ist auf jeden Fall, den gibt es auch relativ günstig für 15 Euro. 20 Euro kriegt ihr so in Stahl. Edelstahl ist immer ein bisschen teurer. Und dann gibt es den hier auch noch als Scherenform. Da könnt ihr hier auch Drähte schneiden. Ist genauso hier oben abgerundet. Das funktioniert auch. So, da kommen wir nochmal schnell zum Thema Werkzeugpflege. Ich hatte vorhin schon zweimal gesagt, dass es wichtig ist, dass ihr nie mit normalen, mit den Edelstahlscheren in der Erde rumschneidet, weil das ist gerade so mit dem ganzen Dreck, was ihr euch einsammelt, das kriegt ihr nie wieder von den Scheren und die Steine, mit denen könnt ihr das auf jeden Fall echt kaputt machen, so eine Schere. Das ist jetzt meine 2. Umtopfschere. Ihr seht, die haben auch mal ein bisschen Rost und gegen Rost habe ich hier so einen Rostradierer. Da kann man hergehen, kann dann hier den Rostradierer ansetzen. Das macht sich natürlich noch besser, wenn man ihn mittel hat. Aber ich wollte jetzt hier nicht rumsprühen. Das kann man dann schön wegradieren. Was ich euch noch empfehlen kann, ist Ballistol Harzlöser. Das macht wirklich, also damit könnt ihr wirklich, das sprüht da drauf, geht mit dem Rostradierer drüber, perfekt, könnt ihr sauber machen. Was ihr auch noch nehmen könnt zum Saubermachen der Scheren, weil sauberes Werkzeug ist wirklich wichtig und scharf muss es sein, das zeige ich euch gleich noch.
ist so ein Sandpapier hier. So ein Sandpapier, feine Körnung, könnt ihr euch nicht kaputt machen. Fein abschleifen, sauber. Danach einölen ist ganz wichtig. Wenn ihr die dann Regen liegen lasst, dann sehen sie so aus, dass hier mal so ein paar Rostflecken sind. Auch nie gut. Kommen wir mal dazu. Zum Schärfen. Zum Schärfen gibt es verschiedene Schleifsteine. Die gibt es in tausenden Ausführungen. Da gibt es hier so ein. Das ist so ein USA-Import hier. Das ist. Was steht hier aus? Marlboro. Keine Zigaretten, sondern Schleifstein. Die gibt es auf jeden Fall. Der kostet, glaube ich, 20 € oder irgendwie so. Und dann geht man hier, kann man hier mit der Klinge, kann man mit dem Ding über die Klinge drüber gehen im Prinzip. So hier. Das geht einwandfrei. Ein bisschen was Teureres habe ich noch hier. Das ist von der Firma Istor. Das ist ein Schweizer Schärfgerät. Das ist hier auch so ein, ja, das, ich denke mal, hier wird wohl ein Diamant mit drin sein. Und das ist wirklich auch genial, das Ding. Also da kann man hier hergehen, zieht hier drüber. Und dann ist das wirklich sehr scharf. Also das muss man echt aufpassen. Also das sind so die Sachen, die ich benutze. Es gibt natürlich noch tausend andere Sachen. Gerade bei den Knospenzangen hat mich jemand gefragt, wie das ist, wie man die schärft. Bei Knospenzangen verwendet man eine Kegelfeile. Da habe ich jetzt leider keine da. Aber da kann man auch das Ding hier nehmen. Also das geht normalerweise auch. Das Wichtigste ist, dass ihr immer die Richtung beachtet, wo die Klinge jetzt anfängt und dass ihr genau den Winkel, auf den Winkel kommt es immer drauf an, das müsst ihr beachten. Und was auch ganz wichtig ist bei den Scheren, wenn ihr jetzt mal, gerade, das sind ja alles genietete Scheren, und wenn ihr mal so eine genietete Schere habt und die wird jetzt doch mal locker, weil die werden locker, das ist auf jeden Fall Programm, ihr könnt mir denken, dass ihr mit den 10 Jahre schneidet, irgendwann dann sind die locker und ausgeschlagen und dann muss man die Nieten nachschlagen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin schon handwerklich, aber nie so handwerklich, weil das ist so eine Sache, da kann man auch schnell was falsch machen. Wenn ihr da ein bisschen zu stark drauf haut, dann kriegt ihr die Dinger nicht mehr auseinander oder ihr kriegt sie nicht mehr zusammen. Deswegen kann man die Scheren auch zu einem Fachmann bringen, der lässt die neue schleifen, also der tut die neue nachstellen, weil es ist ganz wichtig, die Scheren dürfen nie hier oben zu weit offen sein, aber auch nie so, dass sie zu weit zusammengehen. Also das ist ganz wichtig. Und ja, dann lasst ihr die Scheren einstellen und dann könnt ihr die wieder neu verwenden. So, kommen wir mal dazu, was jetzt wirklich, was man als Anfänger jetzt wirklich braucht. Also, ich würde jeden Anfänger würde ich sagen, man braucht eine normale Bonsai-Schere, mit der man Äste und Zweige schneiden kann. Eine Konkavzange ist nie schlecht, weil man doch mal auch mal einen dicken Ast abschneiden will. Die Umtopfzange oder die Wurzelschere ist wirklich sehr wichtig. Also die kann ich jedem empfehlen. Und die kleine Knospenzange, weil beim Schneiden ist es echt wichtig, dass man auch sauber seine Schnitte nachschneidet, dass man keine Stumpen stehen lässt, dass man Wunden nochmal nachbearbeitet. Und das kann man alles mit dem Werkzeug machen. Das gibt es aber meistens in dem Set. Also kommen wir jetzt mal dazu, wo kann man Bonsai-Werkzeug kaufen? Grundsätzlich würde ich Bonsai-Werkzeug immer beim Fachhändler kaufen. Da gibt es sehr viele, das habe ich euch auch verlinkt bei bonsaizone.de. Da könnt ihr nachgucken, wer zum Beispiel einen Online-Shop hat oder ihr habt einen Fachhändler in eurer Nähe. Dann geht ihr dorthin und kauft euch ordentliches Werkzeug und lasst euch ordentlich beraten. Also klar, die Fräse braucht man am Anfang nie, das hat man im letzten Video geklärt. Aber nee, Spaß beiseite. Kauft beim Fachhändler, lasst euch ordentlich beraten. Kauft nie billig. Das ist immer das Problem, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Also das ist ganz wichtig. Spart bei den Werkzeugen nie, ihr müsst nie gleich Masakuni. Es gibt Masakuni-Werkzeuge, die kosten, da kostet das Edelstahlwerkzeug, da fängt es bei 200 € an. Das braucht man wirklich nie. Aber so dieses Werkzeug zum Beispiel von Ryuga, wie das jetzt zum Beispiel die Knospenzange oder die Schere hier, die ich euch gezeigt habe mit dem Lederetui, das ist wirklich qualitativ hochwertiges Werkzeug. Mit denen habt ihr lange Freude. Also, das ist wirklich, das würde ich euch empfehlen. Also, ich glaube, die Schere lag jetzt bei. Die lag jetzt bei 38 €. Also das ist wirklich in Ordnung. Und wenn man die ordentlich pflegt, so wie ich es gesagt habe, und aufpasst, dass man sie nie überbeansprucht und nie zu große Äste schneidet, dann kann man mit der wirklich lange Freude haben. Genau. Gut, das wäre es mal heute für das Video gewesen. Ich will auf jeden Fall noch die eine Frage beantworten. Ena hat gefragt, ich weiß jetzt gar nicht mal den Namen, verzeih es mir. Ena hat gefragt wegen Ahornsorten. Also wegen Ahornsorten muss ich Ihnen eine ganz tolle Seite empfehlen. Das ist ahornwelt.de.
Dort gibt es wirklich, da kann man mal nachgucken, da gibt es tolle Ahornsorten und da sind auch alle mit Bildern und alles. Ansonsten Google fragen, bei Google findet man alles. Und Fachhändler bieten manchmal auch verschiedene Sorten an. Wichtig ist, dass ihr versucht, wenn ihr Pflanzen kauft, das ist meistens so, ihr müsst ein bisschen warten. Also jetzt im Winter ist das Angebot nie so groß, aber dann ab April, Mai geht es dann volles Rohr los. Also da verkaufen sie dann Azaleen und alles Mögliche, verschiedene Ahornsorten, da kommen dann die ganzen Exoten zum Verkauf. Was auf jeden Fall auch ist, in Holland kann man auch mal gucken, aber ja, das ist dann halt immer so weit, wenn man jetzt von in Deutschland wohnt, dann muss man immer ein bisschen gucken, wie man das dann kriegt, das Zeug, und dann kostet der Versand einen Haufen. Also am besten Baumschulen auch mal anfragen, die haben auch immer mal ein paar Exoten da, also das kann ich nur so als Tipp geben. Und dann war noch eine Sache, da hat jemand gesagt, der gute Hinweis, wenn man mit Bonsai anfängt, würde ich immer sagen, nie einen Baum, sondern mehrere Bäume. Das war ein guter Tipp in den Kommentaren. Kauft euch nie bloß einen Baum. Wenn ihr einen Baum habt, dann schneidet ihr wirklich definitiv kaputt. Also, wenn ihr drei, vier, fünf Bäume habt zum Anfang, dann ist das super. Dann könnt ihr immer mal ein bisschen gucken. Dann könnt ihr einen mal schneiden. Und wenn es wirklich mal so ist und der Baum hat die gewisse Reife, dann könnt ihr auch mal drahten. Aber wenn ihr jetzt einen Baum habt, drahtet ihr den, schneidet ihr den, topft den um und dann geht er euch ein. Also das ist so ein kleiner Tipp noch. Lieber mehrere Bäume, ja, und dann habt ihr keine Probleme. Gut, im nächsten Teil gucken wir uns das Umtopfen an. Ich habe ein schönes Beispiel für euch, wie das aussieht, wenn ein Baum 3 Jahre lang nie umgetopft ist. Den wollen wir zusammen umtopfen, dass wir das auch praktisch ein bisschen machen. Und dann hätte ich mich freuen, wenn ich euch dazu begrüßen kann. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.